Herzlich willkommen zu einem Input Digitale Transformation bei der Trainerbildung. Mein Name ist Marc Wolf, ich bin Leiter der Trainerbildung Schweiz. Ich bin Sandrine Rodicev, ich bin zuständig für die Digitalisierung bei der Trainerbildung Schweiz. Vor ziemlich genau einem Jahr hatten wir die Möglichkeit, eine Stelle neu zu besetzen. Naheliegend wäre natürlich gewesen, einen Ausbildner zu verpflichten. Wir haben aber uns bewusst entschieden, wo möchten wir die Ressourcen einsetzen, dass auch wir profitieren. Wir haben uns für die digitale Transformation entschieden. Wir haben uns entschieden, dort zu investieren, wo wir unsere Zukunft sehen. Wir haben uns lange überlegt, wie könnte diese Transformation aussehen. Und ich denke, es ist nicht die Digitalisierung, sondern es ist eben die Ausbildung, die eine Transformation erlebt. Und dazu haben wir Sandrine Rodicev verpflichtet und sie hatte gleich einige Ideen mitgebracht. Genau. Unser Kernbusiness, uns im Zentrum bei uns steht ja die Ausbildung, wie das Marc bereits gesagt hat. Es ist so, dass jetzt seht ihr gerade das pädagogische Dreieck, das steht im Zentrum. Wir haben die Ausbildenden und wir haben die Trainerinnen und Trainer, die etwas lernen möchten bei uns. Wir haben den Inhalt, den wir gerne vermitteln möchten. Für das kommen alle Trainerinnen und Trainer der Schweiz zu uns nach Macklingen. Nun, wenn wir das digitalisieren möchten, dann müssen wir das ein bisschen größer sehen. Wir haben zum Angebot, damit wir unser Angebot anbieten können, haben wir natürlich Prozesse, die wir erstellen müssen, damit wir überhaupt etwas anbieten können. Wir haben eine Organisation, unser Team, welches enabled werden sollte, damit es dieses Angebot auch anbieten kann, also unsere Ausbildung, unsere Beratungen. Wir brauchen gewisse technische Voraussetzungen, räumliche Voraussetzungen und wir brauchen natürlich unsere Partner. Und jetzt, wenn wir sagen, wir möchten eigentlich unsere Ausbildung digitalisieren, dann muss das alles digitalisiert werden. Also wenn wir sagen, dass wir eine digitale Transformation der Trainerbildung machen möchten, dann müssen wir überall an den Stellschrauben schrauben, damit wir vorwärts kommen. Sandrine hatte einen Plan, eine klare Vorstellung, wie es von sich gehen sollte. Und dann kam der 13. März 2020, der Lockdown. Alles wurde über den Haufen geworfen. Sandrine, was ist passiert? Innerhalb von kurzer Zeit mussten wir uns total neu organisieren. Und zwar war es so, dass wir vorher die Trainer, wie ich schon gesagt habe, die Trainer und Trainerinnen zu uns nach Macklingen kamen. Wir haben da unterrichtet und jetzt sind sie zu Hause, also müssen wir zu ihnen gehen. Wir möchten ja unsere Trainerinnen und Trainer in solchen Zeiten auch speziell unterstützen und haben uns überlegt, okay, wie können wir unser Angebot weiter durchführen, so dass wir unsere Trainer und Trainerinnen auch wirklich unterstützen können. Deshalb haben wir Online-Kurse angeboten. Innerhalb von 2 Wochen haben wir bereits mit dem ersten Online-Kurs gestartet. Nachher kamen alle 17 weitere dazu. Innerhalb von ungefähr 3 Monaten haben wir eigentlich 23 Präsenzkurse geplant gehabt, mehrere Tage pro Kurs. Und jetzt waren es 17 Online-Kurse. Das ist natürlich eine große Menge. Wir haben da am Anfang gesagt, okay, wir müssen schnell agieren. Also versuchen wir einfach Copy-Paste von dem, was wir Präsenz kennen, einfach in Online zu übertragen, also eine Copy-Paste-Strategie. Mit der Zeit konnten wir immer mehr lernen, haben auch unsere Ausbildner und Ausbildnerinnen immer mehr Ideen gehabt. Und wir konnten zum Beispiel Angebote machen, in denen man vorher vielleicht 2 Tage vor Ort war in Macklingen. Und jetzt konnten wir das über 4 Wochen machen. Man überlegt sogar gewisse Modelle und Variationen dieser Kurse im nächsten Jahr vielleicht auch so anzubieten, weil es wirklich zum Teil Vorteile gibt. Ich kann euch sagen, Sandrine, aber auch die Ausbildner, die haben teilweise Tag und Nacht gearbeitet, Überlegungen, neue Erfahrungen ausprobiert. Es war ein sehr spannender Prozess. Jetzt, Sandrine, wir machen ja nicht nur Kurse. Wie war es denn bei den anderen Angeboten, die wir auch noch bei uns in unserem Portfolio haben? Genau, wir haben ja ungefähr 1400 Teilnehmende in unseren Kursen, aber es gibt ja viel mehr Coaches in dieser Schweiz, die im Leistungs- und Spitzensport unterwegs sind. Und jetzt ist es so, wir wollten natürlich da auch näher kommen und haben deshalb unsere Newsletter-Frequenz erhöht. Wir sind auf Instagram gegangen, fast jeden Tag haben wir da gepostet, um eine Community zu bilden, eine Online-Community, und haben eine Webinar-Serie gestartet. Wöchentlich haben wir jeden Dienstagabend tolle Gäste gehabt im Bereich Sport natürlich, Athleten, Coaches, und haben mit denen über aktuelle Themen diskutiert, aber dann auch mehr und mehr einfach über Themen, die interessant sind und die zum gesamten Sportbetrieb gehören. Genau.
Es war sehr eine große Herausforderung. Zum einen die Produkte. Wir mussten möglichst die Produkte auf den Markt bringen, respektive an die Trainerinnen und Trainer bringen. Eine große Challenge war, die Ausbilder waren nicht mehr vor Ort. Also wir haben uns extern, also mit Homeoffice, wir mussten uns möglichst schnell absprechen. Und als erstes haben wir begonnen, auf deine Initiative, wir haben Guidelines erstellt. Also wie sieht ein Kurs von uns aus? Was beinhaltet er? Wie startet er? Wie endet er? So die Handschrift der Trainerbildung sollten die Kurse widerspiegeln. Wir haben Tutorials gemacht, wir haben die Skills der Ausbilder möglichst schnell erarbeitet. Also Best Practice, eben dieser stetige Erfahrungsaustausch. Jemand hat einen Kurs gegeben, am nächsten Tag hat er ein Feedback gegeben, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Wir mussten sehr, sehr schnell lernen, gegenseitig voneinander lernen. Das hat sehr gut geklappt. Ich glaube, diese Transparenz, eben diese Kooperation, diese Kollaboration, die war ganz entscheidend in dieser Phase. Und die wird auch in Zukunft entscheidend sein. Davon bin ich überzeugt. Dieser regelmäßige Austausch, eben voneinander lernen. Eigentlich haben wir nur zwei neue Technologien eingesetzt. Und bei der digitalen Transformation schreibt man immer nach der Technologie. Aber wenn wir ehrlich sind, es war ein Konferenztool, oder? Und eine Kollaborationssoftware. Genau. Mehr brauchten wir ja eigentlich gar nicht. Alles andere hatten wir schon vom Bundesamt für Sport zur Verfügung gestellt gehabt. Und das ist auch der Kern der Digitalisierung, was man eigentlich mitnehmen sollte. Es geht bei der digitalen Transformation nicht nur darum, welche neuen Technologien, Tools und so weiter gibt es, sondern es geht vor allem darum, wie können wir unsere Teams, unsere Organisation fit machen, um diese Technologien dann auch anzuwenden. Es ist nicht so, dass wir für die Technologien da sind, sondern die Technologien sind hier, um uns zu unterstützen. Deshalb sagen wir immer, Skills und Kultur ist eigentlich for Tools. Das sehen wir hier als Beispiel. Wir haben die Postkutsche von früher, dann kam der Briefkasten mit den Briefen, es kam die Mail. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir schneller mit jemandem kommunizieren können, über schriftlich, per Mail. Und dann kam das Handy, die SMS, wir mussten Zeichen zählen, damit wir wirklich innerhalb der Limite gewesen sind. Und dann kamen die Smartphones, Rich Media, wir konnten Videos, wir konnten Fotos und so weiter versenden. Und der erste Schritt vielleicht vom Brief zum Mail, das war ein größerer. Und nachher waren wir es schon gewohnt, dass irgendwie etwas Digitales vermutlich kommen wird. Das SMS ist dann auch schnell gegangen und dann kam eigentlich also Rich Media und das ist für uns fast normal gewesen. Aber die Technologie war total neu. Das heißt, für uns, wenn wir die Skills haben zu adaptieren, dann bedeutet das, dass neue Technologien uns eigentlich nicht so groß herausfordern werden. Genau. Aber die Challenge ist... Die Challenge ist die Geschwindigkeit. Wir haben in den letzten Jahren, wir sehen auf der rechten Seite eine Grafik von Moore's Law, wir haben in den letzten Jahren eine Rechenkapazitätserhöhung, die exponentiell ist. Das heißt, wir haben bald mal Computer in Jahrzehnten, die unser Hirn eigentlich gleichstehen wie unser Hirn. Also die rechnen genau gleich schnell, wie wir rechnen können. Und das bedeutet, dass auch die Technologie und der Fortschritt immer schneller wird. Und das ist der größte Challenge. Und deshalb ist es wichtiger, Skills und Kultur zu trainieren oder sich anzueignen als neue Tools. Diese Geschwindigkeit nimmt zu. Diese Geschwindigkeit, die wird uns fordern. Was braucht es, dass man bei dieser Geschwindigkeit mithalten kann? Da ist natürlich das Wort Agilität im Zentrum. Hier ein Bild von einem Judoka. Agilität heißt nicht nur, dass man beweglich ist im Körper, sondern man muss auch schnell antizipieren können, man muss vorausschauen können, man muss offen für Neues sein. Und das ist das Wichtigste. Und unsere Organisationen, unsere Teams, unsere Kollegen hier im Sportbereich und Kolleginnen müssen natürlich das auch lernen. Das ist nicht allen einfach so gegeben. Und da gibt es im Bereich, also in der Führung, natürlich auch gewisse Aufgaben oder Möglichkeiten, wie wir unsere Teams enablen können. Agilität, es bedeutet aber auch gewisse Spannungsfelder. Kannst du vielleicht da noch deine Erfahrungen eingeben, wie du das erlebt hast, respektive auch vielleicht Änderungen, die jetzt diese sehr schnelllebige, kurzweilige Form von Unterricht mit sich bringt? Natürlich, ich gebe das gerne auch euch weiter. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, da immer wieder zu reflektieren. Wir haben auf der einen Seite brauchen wir Freiraum, um eben die neuen Möglichkeiten zu testen, auszuprobieren, damit das aber auch fokussiert ist, also der Vision und der Strategie entgegenkommen, müssen wir auch schauen, dass wir Struktur haben. Das haben wir zum Beispiel gemacht mit diesen Guidelines, die wir im Frühling gemacht haben, als wir alles online gestellt haben. Da haben wir Struktur gegeben, auf der anderen Seite haben wir Freiheit gegeben, indem sie eigentlich trotzdem
trotzdem ihren Unterricht so gestalten können, wie sie das für sich entscheiden und wie sie sich auch sicher fühlen. Sicher ist der andere Teil. Sicherheit braucht es. Wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann sind wir nicht agil. Wir getrauen uns nicht, etwas zu machen. Deshalb Sicherheit geben unserem Team und unseren Organisationen, das ist eigentlich ein wichtiges. Trotzdem nicht zu viel Sicherheit. Man verlässt ja die Komfortzone nicht so gerne. Also man möchte trotzdem, dass die Leute etwas ausprobieren und deshalb auch immer wieder fordern und auch fördern, damit die Komfortzone verlassen werden kann. Und etwas sehr Interessantes, das ich erst letztens wieder gehört habe und wirklich etwas Beeindruckendes ist, es heißt immer neues Lernen, neue Technologien, alles neu, aber noch wichtiger ist eben altes Verlernen. Zum Beispiel, was früher im Präsenzunterricht funktioniert hat, funktioniert online vielleicht nicht mehr. Ich sage jetzt nicht absolut, sondern einfach gewisse Sachen. Das heißt, wir müssen wirklich aktiv vergessen lernen. Und dann technisches Know-how, ja, es braucht es steht nicht im Zentrum, aber je mehr wir mit diesen Technologien arbeiten, sie ausprobieren, desto intuitiver wird es. Das hat die meisten mit dem Android und dem iPhone haben das auch gemerkt. Das wird immer intuitiver. Und nur weil wir etwas Neues Technisches lernen, heißt es nicht, dass wir nicht unseren Fokus auf unser didaktisches Können legen müssen. Wir als ausbildende Organisation, aber unsere Ausbilderinnen und Ausbilder, das sind Top-Fachleute in Didaktik und das sind ihre Stärken und das müssen sie jetzt anwenden, einfach in einer neuen Situation natürlich. Zusammenarbeit, das ist auch neu, das haben wir vorher gesehen, Kollaboration. Das bedeutet aber nicht, dass wir alles auf den Haufen werfen müssen, sondern die Werte bleiben grundsätzlich gleich und wir müssen schauen, dass wir auf denen aufbauen können, aber die neue Zusammenarbeit auch fördern. Und etwas ganz Wichtiges bei uns im Leistungssport und im Spitzensport: Perfektion anstreben, ja, aber bitte 80-20%-Regel umsetzen. Das heißt, immer einfach ausprobieren. Wenn man immer nach Perfektion geht, dann getraut man sich ein bisschen weniger. 80-20, das ist das Wichtigste. Ja, das ist auch eine große Herausforderung. Das haben wir selber erlebt. Ausbilder sind Perfektionisten, die möchten da noch das letzte Prozent oder auch im Leistungssport. Aber ich glaube, für uns ist jetzt wichtig, wie geht es weiter? Wir haben viele Erfahrungen gemacht. Es geht darum, weiter umzusetzen, weitere Erfahrungen zu machen, ausprobieren, den Mut haben, hybride Angebote zu lancieren. Also wir haben das mal als TBS Lab genannt, wo wir wirklich, da produzieren wir, da stoßen wir weiter. Aber parallel, wir sollten auch nicht alle in alle Richtungen davon rennen, wir brauchen eine Koordination. Gleichzeitig eben aus diesem Lab heraus eine Strategie entwickeln, Dinge, die funktionieren, festhalten, unbedingt, weitermachen, verstärken, Dinge, Erfahrungen, die wir machen, vielleicht in Prinzipien verfassen, eine Vision daraus entwickeln und somit auch die Kräfte bündeln. Ich glaube, das sind unsere nächsten wichtigen Schritte und das ist vermutlich etwas entgegen anderer Geschäftsbilder, wo man zuerst eine Vision erstellt, wo man eine Mission ableitet. Ich glaube, das muss Hand in Hand gehen, da müssen wir das stetig entwickeln und auch den Fortschritt beobachten. Sandrin, vielleicht, jetzt haben wir sehr viele Informationen gehört. Wenn wir zu den Learnings kommen, es war ein intensiver Sommer, der Frühling und jetzt zieht es wieder an. Was können wir mitnehmen oder vielleicht hier auch, was können wir mitgeben von unseren Erfahrungen für alle, die sich jetzt diese Gedanken machen? Genau, ich glaube, wir können sagen, dass es eigentlich so Slogans sind wie bei bekannten Sportmarken zum Beispiel. Es ist wirklich so, man muss einfach ausprobieren. Man muss Freiheiten schaffen, damit Leute schnell Fehler machen können, schnell daraus lernen können. Einfach mal googeln, nicht warten, bis jemand etwas einem beibringt, sondern wirklich selber aktiv werden und auch enablen, dass man selber aktiv werden kann. Und auch nicht etwa alles neu erfinden. Wir haben so viele Beispiele aus der Sportwelt, aber auch aus anderen Branchen, die man einfach copy-pasten kann, ein bisschen optimieren, anpassen für die eigene Sportart und schon hat man etwas Neues geschaffen, etwas, das man ausprobieren kann, um wieder lernen kann. Was auch noch wirklich wichtig ist, was ich schon vorher gesagt habe, die 80-20-Regel, die ist wirklich
Das ist ein Go-To, wenn es um die digitale Transformation geht. Es wird nie etwas perfekt sein. Wenn wir Perfektion erwarten, werden wir ziemlich schnell, vor allem bei der Technik, auch enttäuscht sein. Und damit alles funktioniert, muss Transparenz herrschen. Je transparenter wir kommunizieren im Team mit anderen Organisationen, desto schneller lernen wir voneinander und desto besser können wir werden. Sharing is Caring geht auch mit dieser Transparenz überein. Ich möchte gerne wirklich bestärkt sagen, versucht, so viel Wissen zu teilen, von anderen zu lernen, mitzunehmen, anzunehmen. So kommen wir eigentlich nur weiter. Und das ist auch wieder der Feedback-Cycle das Wichtige. Wenn wir etwas machen, müssen wir unsere Leute, die das auch verwenden dann, sei es Trainer, sei es Verbandsleute, dann auch wieder zuhören, wenn sie uns Feedback geben und schauen, wie können wir das weiter optimieren. Genau. Sandrin, vielen Dank. Man spürt die Leidenschaft, man spürt deine Fachkompetenz für das Thema Digitalisierung. Ich glaube, du hast vielen gezeigt, was ein möglicher Schritt ist. Ich weiß, dass viele von Ihnen auch Erfahrung gemacht haben, dass sie genau an der gleichen Situation sind, ausprobieren, Erfahrungen sammeln. Und wir beide würden uns sehr freuen, wenn wir vielleicht in einem Workshop anlässlich dieses Forums noch darüber diskutieren können oder eben voneinander lernen. Sharing is caring. In diesem Sinne, wir würden uns freuen, euch im Workshop begrüßen zu dürfen.